Hi ho! Willkommen zurück hier bei Monster Hunter Classic für die PlayStation 2. In der letzten Folge haben wir gegen Basarios gekämpft und nun wollen wir in dieser Folge gegen Radiant kämpfen, gegen die Königin der Wüste. Und der einflussreiche Adlige sagt: Weit bin ich gereist, um den fähigen Jäger zu finden, der mein Land von einer bösen Wyvern befreien kann. Bitte, besiege den Ratian für uns. Ist Ratian nicht weiblich? Ist das nicht die Ratian? So, sei gegrüßt. Ich brauche tatsächlich Cooldrinks. So, was mit ihm? Nun, es scheint, ich habe den Rathalos-Wettkampf verloren. Aber jetzt habe ich ein noch besseres Ziel im Auge. Die Monobloss. Eine Wyvern mit einem großen Horn. Wenn ich es vor dir kriege, zählt die letzte Rathalos-Niederlage nicht, okay? Hä? Warte nur ab. Jetzt kann ich meine Jagdfähigkeiten voll beweisen. Haha! So, wenn die Monobloss angreift und sein Horn in der Wand verkeilt, das ist meine Chance, richtig? Was? Hast du noch zugehört? Hm. Ein Mann seine geheime Strategien stehlen wollen. Ja, so ungefähr. Okay, haben wir das auch erledigt. Der wollte ja einen Rathalos-Wettkampf gegen uns scheinbar machen. Habe ich auch nicht mehr gewusst. Was hat sie jetzt noch für Tipps? Mit vielen Gegenständen ist etwas namens Seltenheit assoziiert. Je seltener das Material, das der Laden verarbeitet, desto stärker und seltener wird der Gegenstand am Ende. Ich habe alle möglichen seltenen Materialien in meinem Korb, aber ich sag nicht welche. Frech. Gut, ich denke mal, ich habe alles dabei. Ich könnte theoretisch Steaks wieder mitnehmen, aber ich weiß nicht, inwiefern unsere Ausdauer da jetzt flöten gehen sollte. Ich probiere es einfach, ne? Wir machen jetzt einfach Ratian. Das sollten wir schon irgendwie hinbekommen. In der Wüste. Na, Blitzbomben haben wir auch. Könnte ich tatsächlich auch mal aktiv mitnehmen, ne? Weil haben wir momentan echt genug von und die sind ja strategisch eigentlich sehr wertvoll. So, dann mache ich es wieder so wie gehabt. Ich trinke einen Cooldrink. Und hier ist gar keiner drin. Na gut, dann war das jetzt verschwendet. Aber ich glaube tatsächlich, dass Ratian gar nicht wirklich in der Wüste gekämpft hat. Ich glaube, sie war hier in Gebiet 1, 3, 4 und 10. Vielleicht noch in Gebiet 5. Ja, da vorne ist sie schon. Die war nämlich gar nicht in den wirklich heißen Gebieten. Also. Hui! Genau, das was alle Wyvern gerne machen. Sich im Kreis drehen. Können sie auch ganz gut. Genau, Monstermobbing. Dip, 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 dip. So. Du.
Das war very close. Und ich rede nicht von dem Kloß in meinem Hals. Jetzt mach ich mal den Vorwärtsschlag, genau, weil ich hier auf diese... Mann, diese Abzoros, die gehen jetzt doch so ein bisschen auf den Geist. Schau ich's noch? Nee. Ich dachte, ich krieg noch einen Sprint hin und dann diesen Rettungssprung. Aber, nee, kannst du vergessen. Da war ich zu langsam. Bip, bip, bip. Aber gegen Ratian ist es wesentlich angenehmer zu kämpfen als gegen Vasarios in der letzten Folge. Weil bei Vasarios ist man sehr oft abgeprallt. Man merkt, Ratian ist wütend. Okay, das Abzoros ist auch erledigt. Aus, ne, dass Ratian dort nur rumsteht und durch die Blitzbombe scheinbar gar nichts macht. Das ist völlig okay für mich. Ja, okay. Die alten Hitboxen und so, ne? Oh Mann. Ja, gute Frage. Was hat mich da getroffen? Wenn ihr es wisst, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich weiß es nämlich nicht. Es war die Luft. Okay, jetzt fliegt Ratian, dann kann ich hier die Kombo machen. Ratian fliegt jetzt zu 3, ne? Ja. Ich glaube, wie gesagt, dass Ratian nur diese 3 Gebiete in der Wüste hier besucht. Okay, ich habe überlegt, die Abzoros zu machen. Jawohl. Ratian hat mich aus den Augen verloren. Rollen wir mal hier ran. Los geht's. Dip, 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 dip. So, sie ist wieder wütend. Das heißt, ich muss jetzt wieder aufpassen. Ich gehe mal lieber weg. Ah, ein Ratian wütend ist dann. Und auch jedes Monster wütend ist, dann macht es mehr Damage. Und das muss ich nicht unbedingt testen, wie doll das dann wehtut. Deswegen spiele ich ein bisschen vorsichtiger. Wah, 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 wah. Ja, aua. Okay, ich sehe nichts. Die Kamera in dem Spiel, ne? Schon recht witzig. Nicht.
Hau ab. Kriegen aber ein paar gute Treffer rein, ne, muss ich sagen. Die Waffe ist auch noch nicht stumpf geworden. Ist auch gut. Und Radian fällt relativ häufig hin. Das ist auch sehr gut. Jetzt hat sich die Waffenschärfe reduziert. Ich sehe überhaupt nicht mehr durch, was hier gerade passiert. So, sollen die Abzeros sich da mal beruhigen. Ich schärfe in der Zeit meine Waffe. Und jetzt gehe ich da wieder rein. Na, das resettet auch die Abzeros wieder, wie man sieht. Ihr kennt das Spiel, ne? Ich habe das schon mal erklärt, warum ich das mache. Es bringt auch, ups, wieder Momentum rein, ne? Also wenn man gerade in so einer stressigen Situation war, kann man da tatsächlich so ein bisschen wieder ruhiger werden. So, lass uns mal Radian machen. Ich habe vergessen, dass Radian das ja kann. Radian ja so antäuscht mit Laufen und dann auf einen so plötzlich zuläuft. Das ist ja ein Ding in dieser Generation. Raptors. Mann, sind die ätzend. Aber Radian lag eigentlich relativ häufig, ne? Ich frag mich, wie lange sie noch aushält. So, aufpassen auf die Rolle. So, sehr berühmt-berüchtigt, ne? Diese Attacke. Bäh, bäh, bäh. Ja, Fliegen 4. Da ist nämlich nichts mehr, haben wir ja gerade gesehen. Nee, ist alles leer gekämpft. Da können wir dann tatsächlich Radian ganz getrost verkloppen. Okay. Damit habe ich nicht gerechnet. Nehme ich so hin. Sah gut aus. Aus der Luft gekillt. Ja, Radian war nicht so schwer. Ne, wir haben zwar viel Damage bekommen und so, aber ich würde mal sagen, wie bei Gypsoros auch, in der Materialsammelfolge, dass das primär daran liegt, dass wir die ganzen Monster in der Umgebung haben. Ne? Hier waren es jetzt die Abzors, die so ein bisschen oder ganz schön gestört haben. Ne? Aber ja, Radian hier in der Wüste war jetzt nicht so schwer. Das bedeutet, im Sumpf dürften wir sie dann auch relativ gut bekämpfen können, wenn wir halt die Umgebungsmonster besiegen. Müssen wir uns halt wieder erst darauf konzentrieren. Und ich nehme fürs nächste Mal Blitzbomben komplett mit, ne? 5 Stück. Das scheint ja auch gut geholfen zu haben. So, 10.000.
und Informationen aktualisieren. Der Film Ration Ökologie wurde der Galerie hinzugefügt. Ja, die Galeriesachen können wir uns am Ende des Projektes, also am Ende dieses Spiels angucken. Das Projekt selber, wisst ihr ja, ist ja eher größer. Aber sobald wir das Spiel dann hier durch haben. Also alle Dorfquests erledigt, dann gucken wir uns auch die Ökologien und so an. Und dann wisst ihr Bescheid, was wir da freigeschaltet haben. So, kaufen wir wieder das Herb nach. Das ist ganz schön hilfreich. So, was haben wir denn jetzt noch offen? Wir können einen Rathalos fangen. Wir können den Plesioten machen. Oder die Ratian im Sumpf. Ja, was machen wir denn jetzt? Das sind alles leider Quests, die ein bisschen länger dauern, ne? Gerade hier Plesiot. Ich glaube, der wird richtig nervig. Ich weiß nämlich noch, dass der, bei Rathalos habe ich es auch gedacht, dass das nervig wird. Aber Plesiot weiß ich noch, dass der sehr, sehr oft im Wasser rumschwimmt. Und da nicht so schnell rauskommt. Haben wir noch Schallbomben. Oh, wir haben 10 Stück. Wie viel kann man mitnehmen? 10, okay. Ja, die würde ich dann noch alle komplett mitnehmen, ne? Wenn wir dann Plesiot machen. Aber den würde ich mir tatsächlich noch aufheben, den Plesioten. So, wir haben hier noch Honig. Und haben wir noch Blaupilze? 3 haben wir noch. Okay, ich habe eine Idee. Das mache ich jetzt noch. Einfach Vorbereitung für die Zukunft. Mushroom und Herb. Dann haben wir da 10 Potions. Und dann Potions und Honig. Und ja, 100% sehr gut. Okay. Ja, sonst können wir das mal machen. Ein bisschen Pilze sammeln. Jetzt noch so zum Abschluss in der Folge, damit wir auch normale Potions haben. Dann sind wir eigentlich relativ gut ausgestattet. Wie viele Blaupilze habe ich noch? 2. Ja, ich mache das jetzt einfach mal zum Abschluss der Folge. In der nächsten machen wir dann Plesiot oder Ratian. Je nachdem, was da ist. So, wo kann ich hier Pilze sammeln? 2 Herb und Spiderweb. Das hört sich gut an. Packe ich mal meinen Herb weg. Machen wir das mal schnell, damit ich halt wieder Potions kombinieren kann. Ne? Dann haben wir Potions, Mega Potions, Herb und das war so dumm. Ich habe aus Versehen 4 gedrückt. Ich war gerade so Brain AFK im Kopf. Dass ich dachte, Viereck drücken ist an die Truhe gehen. Upsi. So, zum Glück haben wir nichts verloren, ne, weil ich abgebrochen habe. Wir haben noch unsere 10 Mega Potions. Also keine Sorge. Ja, muss echt aufpassen, ne? Darf man hier nicht. Weil hier ist Viereck drücken, ist hier nämlich auf die Quest gehen. Und mein Gehirn so, ja, du musst Viereck drücken für bestätigen. Frag nicht. Ist auch egal.
So. Schnell weg von ihm. Ja gut, aber wir haben hier nicht die guten Pilz. Pilzgebiete, ne? Hm. Das ist natürlich etwas doof. Dass wir jetzt im Spiel hier nicht die tollen Gebiete für Pilze haben. Also speziell auf dieser Quest. Naja. Schauen wir einfach mal, wie viele Blaupilze wir hier bekommen. Ansonsten sammle ich die am Ende der nächsten Folge nochmal, ne, falls wir wieder so schnell sind. Karte größer gemacht. Ich hätte sonst eigentlich auch die drei Velociprays machen können, ne? Als Quest. Dann hätten wir die ganze Map gehabt. Ich hätte hier sammeln können. Ganz viele Blue Mushrooms. Aber hier sieht es auch gerade gut aus. Das Spiel ist gerade sehr gnädig. Wie viel haben wir bekommen? 5. Das ist okay. Dann haben wir jetzt 8. Dann haben wir wenigstens ein paar Potions. Dann dürften wir jetzt gut gewappnet sein. So, aber was haben wir denn noch? Wir haben Plesiot. Wir haben noch Rathian. Wir haben noch einmal ein Rathalos fangen. Und die Eierquest. Ja, die Transportquest. Das war's eigentlich, ne? Also mir fällt jetzt nicht mehr ein. Dann müsste theoretisch als dringende Monobloss kommen. Und sobald wir die erledigt haben, müssen wir die Rüstungsteile bauen, die ich schon mal gesagt habe, ne, um versteckte Quests freizuschalten. Ich habe das Spiderweb gar nicht geholt. Sehr gut. Ich bin vorbereitet, wie man sieht. Ja, aber jetzt so von der Überlegung her... Ich drücke schon wieder die falsche Taste. Ja, das sind die einzigen Quests, die noch sind. Ne? Die dürften alle nicht so schwer sein. Wir müssen schauen, wie Plesiot so abgeht. Ne? Da bin ich mir noch relativ unsicher. Ich hätte zwar schon die Idee und auch strategietechnisch etwas, wie ich Plesiot entgegentreten würde. Ich würde ihn halt mit den Schallbomben folgt mal die Schweinis hier. Ich würde Plesiot mit den Schallbomben, also mit den Sonic Bombs, rausholen. Ja, habt ihr hier was? Ich schnüffel noch hier, aber hier ist nichts. Schade, ich dachte, ich kann ja noch mal Pilze sammeln.
Mit den Schallbomben aus dem Wasser holen und dann, ich weiß gar nicht mehr, ob man den auch blitzen kann, also blitzbomben kann. Plesiot, der hat ja so eine komischen Knopfaugen, ne? So eine Fischaugen. Ich weiß nicht, ob der geblendet werden kann. Das wäre ansonsten meine Strategie gewesen. Ich hole ihn aus dem Wasser mit der Schallbombe. Und sobald er dann draußen ist. Hau ich ihm die Blitzbombe ins Gesicht und dann kann ich die ganze Zeit unter ihm halt meine coole Combo-Attacke da machen. Und muss halt hoffen, dass er dann umfällt. So, ich nehme hier auch, ne, wie gesagt, noch das Efeu hier mit, damit wir Netze bauen können. Ne, warum nicht? Das kann man hier gerade schön noch mit angehen. So, dann haben wir hier die Spinnennetze. Ja, theoretisch kann ich mich auch hinhocken, ne? Dann geht es glaube ich schneller. Weil ich wieder schneller in die Sammelanimation gehe. Okay. Also wirkt zumindest so schneller, aber ob es wirklich schneller ist, keine Ahnung. Weil für mich sah es gerade so aus, als wenn mein Jäger auch länger sammelt, wenn ich hocke. Ja, dann macht es nicht sofort dü-dü-dü-düm, sondern er kramt da noch ein paar Sekunden länger rum. Also kein Plan, was in Wirklichkeit dann schneller ist. Von der Sammelgeschwindigkeit her. So, jetzt aber. Ja, dann gucken wir jetzt mal, welche Quest gerade da ist und dann entscheide ich spontan, was wir in der nächsten Folge machen. Bin ein bisschen leicht nervös wegen der Eierquest. Bisschen Bammel, dass wir die oder dass ich die hier verhunze. Und gerade weil wir hier Köder bekommen haben, ich bin froh, dass wir nicht Goldenfisch angeln hier in diesem Teil haben. Dass es das scheinbar nicht gibt. Wenn ich Pech habe, gibt es das dann in Freedom. Ich viele Small Barrels ich auch einfach mitgenommen habe. Sehr gut, sehr gut. Okay, ach nee, Moment. Ich habe ja eigentlich das gemacht, um hier, ach, 7 waren es. Na, das war ja eigentlich der Sinn dahinter, warum ich die damit wir halt ein bisschen mehr Tränke haben, ne? Ein bisschen mehr Auswahl. So, dann kann ich auch das restliche Kraut mitnehmen, wieder Kraut kaufen und dann sind wir soweit vorbereitet für das nächste Monster. So. Das sieht doch gut aus. So, und das nächste Monster wäre Atalos fangen, Plesiot oder Ratian. Ja gut, wir machen Ratian in der nächsten Folge, ne, wenn wir es sowieso nochmal haben. Dann würde ich sagen, das wird unsere nächste Quest. Nochmal Ratian, diesmal aber im Sumpf.
Und danach gucken wir wegen Plesiodratolos und den Eiern. Ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, ihr auch. Und deswegen, ja, bis zum nächsten Mal. Tüdelü.